A1.0. Die Vorlage eines Kerzenhalters für kugelförmige Kerzen ist ein Rotationskörper mit der Rotationsachse MN. Nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt dieses Rotationskörpers. Der Punkt C ist Schnittpunkt der Geraden AB und ED. Es gilt, AE sind 9 cm, GF5, BD5 und CN 5,5 cm, Radius ist gleich MG gleich MF und AE liegt parallel zu BD. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers, runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Also, wir haben hier einen Rotationskörper gegeben. Was wissen wir alles? Hier AE mit 9 cm, können wir ja in die Skizze eintragen. Die ist 9 cm lang, BD ist 5 cm, doch, das passt. Wir haben noch CN mit 5,5 und oben GF mit ebenfalls 5 cm. So, wir müssen eine Rotationskörper berechnen. Also schauen wir uns mal an, aus welchen Körpern setzt sich denn hier diese Figur zusammen. Wenn man hier mal so Kreise andeutet, dann sehen wir eigentlich recht schnell, was hier rauskommt. Man kann einfach verkürzt sagen, wenn Dreiecke anfangen zu rotieren, ergeben sich Kegel daraus. Wenn man einen Kegelstumpf hat, dann braucht man auf jeden Fall einen großen Kegel minus einen kleinen Kegel. Und obendrin hier haben wir noch eine Halbkugel. Ja, ein Kreis wird zu einer Kugel, ein Halbkreis wird zu einer Halbkugel. Also lässt sich das Volumen wie folgt zusammensetzen. Gesamtvolumen ist gleich. So, und jetzt sehe ich bei den Kegeln hier, den grauen Teil bekomme ich, wenn ich den kompletten, also den großen Kegel ACE nehme und davon den kleinen Kegel BCD wegschneide. Also haben wir Volumen vom großen Kegel minus Volumen des kleinen Kegels. Und oben drin haben wir noch eine Halbkugel sitzen, die ist auch weiß, die gehört also auch nicht zum Körper, zur Figur dazu. Müssen wir auch noch abziehen, minus die Halbkugel. So, nächster Schritt, wir brauchen die entsprechenden Volumenformeln. Wir fangen mit dem großen Kegel an. Also geben wir auch eine Formelsammlung zu unseren Kegeln. Haben wir hier bei der Formelsammlung auf Seite 11. Na. Jetzt haben wir hier unsere Formeln, geben wir runter zum geraden Kreiskegel, da ist er schon. Und hier steht unsere entsprechende Volumenformel. Die brauchen wir jetzt. Also, großer Kegel ist gleich ein Drittel mal Radiusquadrat. Überlegen wir uns, was beim großen Kegel der Radius ist, die Strecke AM. Die können wir problemlos berechnen, da wir die Strecke AE haben mit 9 cm. AM ist genau die Hälfte, also mit 4,5 cm ist die bekannt. Mal Pi mal, jetzt brauchen wir noch die Höhe. Die Höhe entspricht der Strecke CM. Ja, vom großen Kegel. Die CM ist noch nicht bekannt, die brauchen wir noch. Also gehen wir her, wie berechnen wir die CM? Nächster Schritt. Wir sehen hier auch im Zwischenergebnis, die CM ist gegeben. Also die müssen wir tatsächlich noch ausrechnen. Falls man nicht weiter weiß, kann man auf jeden Fall das Zwischenergebnis weiter benutzen, um ja, das Endergebnis auszurechnen. So, wie kommen wir jetzt auf CM? Hier haben wir zum Beispiel schon einen guten Hinweis, gutes Stichwort. Das deutet auf einen Strahlensatz hin. Ja, wenn zwei Seiten parallel liegen und wir Dreiecke haben, dann überprüfen, ob Strahlensätze funktionieren. Für Strahlensätze braucht man ein großes und ein kleines Dreieck, haben wir beides gegeben. Hier unten liegt ein kleines Dreieck. Und hier haben wir ein großes Dreieck, wunderbar. BD liegt parallel zu AE, ich habe unsere Parallelität drin. Also können wir auch den Strahlensatz ansetzen. Der Strahlensatz gilt auch für Höhen. Das heißt, ich darf auch hier die Strecke CM und die Strecke N. Wie heißt sie? NC oder CN benutzen für meinen Strahlensatz. Würde also wunderbar passen. So, beim Strahlensatz fange ich immer mit der unbekannten Seite an, also mit der, die gesucht ist. Wir suchen die CM, also fange ich auch mit der CM an. So, Strahlensätze lassen sich auf viele verschiedene Varianten weisen aufstellen. Ich gehe meistens immer vor, dass ich sage, groß zu klein. Also die CM, das ist die Höhe im großen Dreieck, also brauche ich jetzt die Höhe vom kleinen Dreieck dazu. Das wäre die CN. Ist gleich, da ich jetzt hier bei CM mit dem großen Dreieck angefangen habe, brauche ich auch entsprechend beim nächsten Teil wieder eine Strecke vom großen Dreieck. Da habe ich zum Beispiel oben drin die AE mit 9 cm.
Und entsprechende Seite vom kleinen Dreieck ist die BD mit 5 cm. So, setz mal ein. CM durch CN waren die 5,5. Ist gleich AE waren 9 und BD waren 5. So, das wird jetzt nur umgeformt. Deswegen fange ich immer mit dem Unbekannten an, weil jetzt brauche ich nur noch die 5,5 hier mit Multiplikation auf die andere Seite bringen, damit es aus dem Nenner verschwindet. Ansonsten kann man es auch mit dem Solver lösen, wenn man einen zur Verfügung hat. Ist gleich 9 durch 5 und die 5,5 schreibe ich hier oben rein in Nenner. Das in den Taschenrechner eingeben und dann kommt die 9,90 heraus. So, damit haben wir alles für unsere erste Volumenformel. Wir nehmen sie nochmal her. Volumen vom großen Kegel ist also ein Drittel mal, ja, mal AM. AM waren die 4,5 zum Quadrat. Mal Pi mal die Höhe CM. CM haben wir jetzt gerade ausgerechnet mit 9,9. Ist gleich, das tippen wir jetzt wieder in den Taschenrechner ein. Und dann kommen 209,94 Kubikzentimeter raus. Super. Haben wir den ersten Teil schon? Als nächster Schritt den kleinen Kegel. So, wieder gleiche Überlegung. Ich brauche die Volumenformel, die ändert sich ja nicht. Ein Drittel mal. Ich muss mir jetzt aber neu überlegen, welchen Radius ich brauche. Schaue ich nochmal rein. Beim kleinen Kegel habe ich den Radius BN. Ich kenne BD mit 5 cm. Steht hier oben drin. Ja. Und die Hälfte sind also 2,5. Die kenne ich. Zusätzlich brauche ich noch die Höhe. Das ist die Strecke CN. Die ist ja auch bekannt mit 5,5. Also für diesen Teil kenne ich schon alles. Ich schreibe es nochmal allgemein. Jetzt habe ich die Buchstaben vergessen. BN. Bn ist der Radius zum Quadrat mal Pi mal die Höhe Cn. Dann nochmal die speziellen Zahlen einsetzen. Ein Drittel mal Bn sind 2,5 Quadrat mal Pi mal Cn waren 5,5. So, das tippen wir in den Taschenrechner ein und dann kommen raus 36,00 Kubikzentimeter. Zum Schluss brauchen wir noch die Halbkugel. Ja, bei der Halbkugel gucken wir in die Formelsammlung rein. Da steht hier das Volumen einer kompletten Kugel. Bei der Halbkugel und Volumen gilt allerdings einfach durch zwei teilen. Und dann hat man das Volumen der Halbkugel. Also 4 Drittel mal Radius hoch 3. Müssen wir nach oben gehen und den Radius schnell nochmal nachschauen. Radius, wir haben die Strecke GF mit. Das schnell weg mit 5 cm. Ja, ist hier oben drin. GM ist genau die Hälfte, also 2,5 cm. Ist auch bekannt. GM hoch 3 und hinten dran nochmal Pi. Und weil wir eine Halbkugel haben, geteilt durch 2. Oder mal ein Halb, das ist genau das gleiche. Setzen wir die Zahlen ein. 4 Drittel mal 2,5 hoch 3 mal Pi geteilt durch 2. Und das sind 32,72 Kubikzentimeter. Das habe ich noch vergessen. Prima. Für das Gesamtvolumen können wir also einsetzen: Volumen vom großen Kegel 209,94 minus Volumen vom kleinen Kegel. Das waren die 36,00 minus das Volumen der Halbkugel 32,72 und das sind 141,22 Kubikzentimeter. Und obendran steht ja, glaube ich, noch ein Ergebnis: 141,21. Wir haben jetzt hier so eine minimale Abweichung, das passt dann. Also, die haben das wahrscheinlich alles in einem Schritt gerechnet. Wir haben hier drei Rundungsschritte drin. Dadurch kommt natürlich eine kleine Abweichung zustande.